Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich Pajor über Nacht zweimal verkauft, habe sie für 29k eingekauft, für 34 und 35k weiterverkauft. Auch ein Cole Palmer habe ich für 17k eingekauft, habe ihn für 22k weiterverkauft. 85er, 86er, 87er gehen wieder gut weg. Eine Pajor hatte ich auch noch im Verein, die war, ist ja out of packs gegangen wegen ihrer Team of the Week. Und ja, deswegen habe ich die auch nochmal gut verkaufen können. So, jetzt kommen wir zu meinen Squad Battle Rewards. Ich glaube, ich habe nur Gold 2 diesmal erreicht. Ja, genau. Ich habe mit einem Kumpel die ganze Zeit zu zweit gespielt. Und da haben wir halt ein, zwei Spiele verloren. So, ich hatte echt viel Pack Luck in den letzten Tagen. Aber ich bräuchte auch mal wieder Pack Luck in den Tradable Packs. So, dann jetzt 82 mal 3. Kein Walkout. Chiesa, bitte Chiesa. Oh, Leute. Oh, ist das Packlack gut. Ja, das ist doch mal eine Megakarte. Der ist bestimmt, der ist noch 100k wert, glaube ich. Oh, 130k. So, 84 mal 2. Jetzt kann es nur noch schlechter werden. IV, Argentinien. Ah, Romero. Romero nehme ich mit. Und die Paul. Und ich habe die Tradable. Sehr gut. So, jetzt noch zwei Tradable Packs. Erstmal 75x5. Kein Walkout. Dev, Spanien, La Liga. Oh mein Gott, Nico Williams? Nein. Barcelona, okay. Ich dachte schon Nico Williams, ey. Boah, das wäre es jetzt gewesen. So, Mega Pack noch hinterher. Walkout, RV, Kimmich, dahinter leider nichts, ein Hunter noch, kostet der, der kostet 4k, ja, den nehme ich mit. Ich habe jetzt auch noch die ganzen Top-Partien abgeschlossen, da öffnen wir auch noch schnell die Packs. So, starten wir mit dem Prime Electrum Profis Pack. Kein Walkout, aber ein Brett, ZTM, Brasilien. Fred war so gut bei Menu früher. Ein gemischte Profi-Spec auf. Bitte. Schade, der ist leider nichts wert. Weil hier diese ganzen Non-Rares aus der Premier League und so, die sind halt auch alle was wert. Also geht euren Verein durch. Die sind wirklich alle ein bisschen was wert. So, letztes Pack, komm hier, ey. Nochmal was gönnen. Kein Walkout. Sieht aus wie Lukaku irgendwie. Nee, ist nicht. Koulibaly. Koulibaly 84er, vielleicht dahinter noch was. Und Timo Werner. Ist auch nichts mehr wert, krass. Bei mir ist es jetzt Montagabend. Eigentlich wollte ich direkt in das Video reinstarten und die Investment zeigen, aber es haben sich einfach von Sonntag auf Montag so viele Spieler verkauft. Also erstmal ist Ruben Neves Inform zweimal weggegangen. Insgesamt sind die Informs gut weggegangen, weil gestern kam die Thuram SBC, die jeder mitnehmen will, gefühlt. Und dann haben sich auch so viele 86er und 85er gestern verkauft. Also gestern und heute. Also das ist ja geisteskrank. Ich habe einfach wieder 645k. Das ist aber umso besser für Donnerstag, weil dann kann ich noch mehr reingehen in RTTK-Karten am Donnerstag. Zu diesen RTTK-Karten komme ich jetzt. Letzte Woche hatte ich es ja schon angekündigt, dass ich ein Video zu den RTTK-Karten machen werde. Und jetzt ist es wirklich wichtig zuzuhören und ein bisschen selber mitzudenken. Also, ein Watkins. Letzte Woche bei den Division Rivals Rewards habe ich ihn für 80k eingekauft. Ihr seht, wie teuer er jetzt gerade ist. Also er war sogar über 100k wert. So, wir schauen uns kurz den Graphen an. Hier, Donnerstag, 84k, stetig gestiegen. Heute und gestern 102k wert. So, wir schauen uns eine andere Karte an. Ein Di Marco. Am Donnerstag 85k, jetzt 157k wert. Er ist nochmal ein bisschen mehr angestiegen, weil Thuram seine Special Card bekommen hat. Viele Leute wollen jetzt ein Serie A Team machen, deswegen ist er nochmal extra angestiegen. Aber auch so, er wäre mindestens über 100k gegangen, also auch hier 20-30k Gewinn. So, letzte Woche schon so ein krasser Spieler gewesen. Und ich habe ihn leider nicht mitgenommen. Schauen wir ihn uns an. 158k, also sagen wir mal 160k. Immer weiter gestiegen.
ist jetzt 260k wert. Ihr hättet einfach 100.000 Coins mit dieser Karte gemacht, hättet ihr sie eingekauft. Innerhalb von 3 Tagen. Also, was wollen wir diese Woche machen? Am Donnerstag, wenn die Rewards rauskommen. Oder auch schon eine Stunde davor oder eine Stunde danach. Also so zwischen 8 und 10 Uhr geht ihr auf den Markt und schaut euch an, wie die Preise liegen von den RTTK-Karten. Da ich nicht live sein kann da, weil ich arbeiten muss, kann ich euch nur mitgeben, wie es diese Woche gelaufen ist sozusagen. Aber wir können uns auch noch andere Karten anschauen. Auch Low-Budget-Karten. Also nicht nur diese ganzen überteuerten Karten, also auch ein Romero ist, glaube ich, sehr gut angestiegen. Ja, von 140 auf 180 etwa. Also auch hier so 30-40k Gewinn. So. Ein Robin Koch habe ich für 11k eingekauft. Hier. Also nochmal ein bisschen günstiger. Aber auch wenn ihr ihn für 12k eingekauft habt, dann habt ihr pro Karte 4k Gewinn. Minus EA Tax, sagen wir nochmal 600-700 Coins. 3,5k Gewinn. Mit einer Karte. So, jetzt stellt euch mal vor, ich stecke jetzt meine 650.000 in Robin Kochs für 12k und verkaufe die dann für 16k. Das ist sehr, also das sind sehr, sehr viele Coins. So, jetzt habe ich es anhand von letzter Woche euch, glaube ich, ganz gut erklärt, was ich meine. Ich hatte auch ein Cheschko gekauft für 68k, ist angestiegen auf 85k, ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, aber auch der ist um 15k etwa gestiegen. Jetzt kommen wir zum aktuellen Team. Die Preise sind natürlich jetzt noch relativ hoch, weil es ist erst Montag. Sie werden immer weiter sinken bis Donnerstag. So, am Donnerstag wird eine Midema wahrscheinlich 25k wert sein. Vielleicht ist er auch 28k wert, vielleicht ist er auch 22k wert. Aber in dieser Preiskategorie etwa wird sie sein. Sie wird aber am Montag, also genau in einer Woche, wird sie etwa wieder so 35k wahrscheinlich wert sein. Also macht ihr auch mit dieser Karte wieder so zwischen 5 und 10k Gewinn, würde ich sagen. Wer ist noch ein gutes Beispiel? Ein Gusto. Gusto ist gerade 400k wert, ist mit Abstand die beste Premier League Karte. Aber dieser Gusto wird auch wieder auf 350k oder so sinken und wird dann langsam wieder ansteigen. Also, wenn wir uns den Graph anschauen, er ist die ganze Zeit gefallen, er wird auch immer weiter fallen bis Donnerstag. Und dann ab Donnerstag steigt er wieder. Ein Alejandro Garnacho sieht so geil aus. Also diese Karte, wenn ihr diese Karte unter 350k oder so kriegt, oder wenn sie sogar noch weiter sinkt, dann halt auch noch günstiger. Wenn ihr diese Karte bekommt, sie wird Minimum 50k wieder ansteigen. Wer noch interessant ist von den Low-Budget-Karten. Ein Les Melou hat außer Schießen Hullet Gangstats. Leute, der kostet 14k. Das ist viel zu günstig. Der wird auf 11k fallen am Donnerstag. Und dann kauft ihr den einfach 3-4 Mal. Und dann wird er steigen auf 15k. Und dann macht ihr auch hier wieder 4k Gewinn. Genauso wie mit einem Robin Koch letzte Woche. Genau das gleiche mit einem Balogun. Die Karten, die ihr jetzt schon mitnehmen könnt, weil sie werden nicht viel günstiger, sind ein Hakim Ziyech, ein Henderson, ein Tsubimendi, ein Gonzalo Inacho und Antonia Silva. Also diese ganzen Karten nimmt sie einfach einmal mit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr sie quick sellt. Also 500 bis 1000 Coins macht ihr eventuell Verlust. Aber wenn sie ansteigen, könnt ihr halt auch locker mal 10k, 15k plus machen. Weil diese Karten steigen alle im Hype an. Jede von diesen einzelnen Karten. Wo ich ein bisschen vorsichtiger sein werde, also den werde ich zum Beispiel nicht nehmen, ist ein Loftus Cheek. Hat sehr krasse Konkurrenz wegen dem Tyram, der gestern als SBC kam. Für mich ist allerdings die Jackie-Karte der Woche, also so eine Karte, die 100k ansteigen könnte nach den Division Rivals Rewards, ist für mich diese Alejandro Garnacho-Karte. Diese Karte sieht jetzt schon so gut aus und sie wird im Hype so stark ansteigen, sage ich. Also nimmt diesen Alejandro Garnacho mit. Spielt ihn gerne in der Weekend League und verkauft ihn dann nach der Weekend League, weil bis dahin ist er auf jeden Fall schon angestiegen. Wenn ihr ein bisschen pokern wollt, könnt ihr ihn auch länger halten, wie jetzt diese Woche. Da sind alle angestiegen. Das muss dann jeder selbst sozusagen entscheiden. Weil, wie gesagt, die Karten steigen auf jeden Fall an. Man kann natürlich darauf pokern, dass sie explodieren, so wie diese Woche. Aber ich werde sie wahrscheinlich am Donnerstag einkaufen und dann am Freitagmittag, Freitagabend werde ich sie wahrscheinlich wieder verkaufen. Also innerhalb von 24 Stunden. Und da macht man trotzdem 20-30k bei den meisten Karten Gewinn. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag und wir hören uns im nächsten Video wieder. Ciao.